Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scientia 3. Wir betreten den magischen Zug und wie ich es geahnt hatte, gibt es natürlich eine Cutscene, in der Herr Saar einfach mal eingesperrt wird. Oh, okay, wir dürfen uns in dem Zug bewegen. Wir dürfen sogar in dem Zug speichern. Ja, Symbole auf Boden kennen wir mittlerweile. Einige von euch erinnert das an Prince of Persia und ganz ehrlich, ich teile dieses mit euch, denn zum Teil erinnert mich das auch an Prince of Persia, aber hier ist eine Zeitung. Auf dem Sitz liegt eine Zeitung, die gleichen alten, langweiligen, abgeschnippelten, doofen, blöden Artikel. Ich musste es einfach tun, Leute, ich musste es einfach tun. Ich bin einfach mal vom Zug gesprungen. Wir sind Game Over. Aber kommt, Leute, das musste doch jetzt sein, oder? Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Oh, das war so einladend. Bitte verzeiht es mir, liebe Silent Hill Fans. Auf dem Boden liegt irgendetwas und wir haben Monster, die ich jetzt aber abschießen werde. Ziehst du auf das andere? Ja, tust du. Scheiße, ein Schuss zu viel gemacht. Ja, weil die mich sonst hier nerven würden, da der Zug leider räumlich begrenzt ist und man nicht unbedingt so die Möglichkeit hat, denen auszuweichen. Kameramann? Feiner Kameramann. Lieber Kameramann. Ja, in der letzten Folge haben wir ja. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Gehen wir mal lieber langsam, sind wir chilliger drauf. Auf dem Boden liegt eine Zeitung, selber alten, blöden, ollen Kamellenartikel technisch. Okay, einfach nur ein Raum, wo mal das Licht ausgefallen. Noch ein Raum, wo das Licht aus ist. Riesendino! Geht weg! Nein, jetzt laufe ich dran vorbei. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also ich dachte, das wären nur die einzigen beiden Gegner. Deswegen habe ich mir. Ist hinter mir jetzt die Tür zugegangen? Also. Zu. Egal, lassen wir es einfach so im Raum stehen. Die Tür ist zu. Und dieser sitzt da eben gerade, das da. Das erinnerte mich eben gerade an ein Messer. Und zwar an ein Pyramidenmesser. Meine leere Saftdose, nur noch mehr Müll. Ja, du bist doch bekannt dafür, dass du Müll. Mit was zum Teufel? Ich habe Schrotpatronen. Auf dem Boden liegt eine alte Zeitung. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kasten. Und da liegt doch noch was. Was ist denn das da? Ach so, das ist so eine Halterung. Oh, Halterung von der. Von da oben, rechts und links, ihr seht schon, da könnten sich Menschen, wenn hier Menschen noch andere wären, festhalten während dieser wilden Zugfahrt. Noch mehr Zeitungen. Der Zug ist lang. Verdammt lang. Und ihr werdet doch jetzt bestimmt gleich aufstehen. Ist das ein Viech oder sind das mehrere? Das ist ein Viech. Und irgendwie liegt das zweideutig da. Moment mal. Ausrüsten. Wie viel Schuss haben wir? Sechs. Großes Viech braucht großes Kaliber, habe ich jetzt eben gerade beschlossen. Ja, geil. Der erste Schuss war einfach mal für dumme Nüsse, ist nirgendwo hingegangen und. Au! 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 Au. Oh. Ah! Scheiße, ich dachte, das Viech ist tot. Bleib liegen. Bleib mir vom Leib. Du kommst nicht an meine Brüste ran. Weißt du? Hier. So. Hast du jetzt davon. Kriegst noch ein paar Tritte zwischen die Beine. So. Du fängst auch an zu bluten. Ah, wenn das ein männliches Monster war, dann tut mir das doch etwas leid. Oh Mann, ey. Oh, scheiße, ich kann das Spiel gerade nicht ernst. Ihhh, er ist platt wie eine Flunder. Ich hab den Gegner platt gemacht. Ist alles unten rausgelaufen. Es tut mir leid, Gegner. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass ich so gemein zu dir war. Nimmt denn dieser Zug auch jemals wieder ein Ende? Ich glaube nicht. Aber so lang war der doch gar nicht. Cutscene!
Und wir sind an Station, ja, wo sind wir denn? Keine Ahnung, wir haben ja keine Karte von dem Gebiet. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Ja, ist ganz frisch, blablubs, warum auch immer jeder Speicherpunkt einen anderen, ja, ne? Anderen Text hat. Ihr könnt mir das vielleicht erklären. Wenn ihr es nicht könnt, ist auch nicht weiter schlimm, dann lasst das einfach bleiben. Und hier ist eine Tür. Eine ganze Tür. Und die funktioniert sogar. Wo zum Teufel sind wir jetzt hier gelandet? Das ist doch bestimmt nicht die Endstation. Nein, das wäre ja viel zu einfach. Oder? Ich finde schon. Und irgendwie sieht hier alles nicht unbedingt so toll aus. Ein langer Gang? Kein langer Gang. Aber eine Tür. Schloss kaputt. Musste ich überprüfen. Hätte ja sein können, dass sie ganz ist. Unwahrscheinlich, aber wahr. Ah, schön. Schön, 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 schön. Eine große Tür. Ich habe von links Geräusche gehört. Ich laufe nach. Schloss ist kaputt. War ja klar. Da, Monster. Was seid ihr denn für Viecher? Ja, neue Fabelwesen. Und irgendwie ist das hier minimal verwirrend aufgebaut. Hier ist irgendwo wieder ein Viech. Da vorne ein Dino. Ihr habt gesagt, ja, die heißen Beb. Bank oder irgendwie sowas. Aber ich finde Dinosaurier ist irgendwie passender. Da. Weg. Pfui, aus. Sitz, Platz, bei Fuß. Lass es bleiben. Lass mich einfach nur in Ruhe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade im Kreis laufe. Hauptsache weg von den scheiß Viechern. Hey du, haben wir dich eben gar nicht schon gesehen? Na egal, dann sehen wir dich jetzt nochmal. Schloss ist kaputt. Ja, toll. Nepp. Oh. Also, 5 bis 10 weniger hätten es auch getan. Oh, cool. Was ist das? Ich habe einen Schlegel. Wir sind im Mittelalter angekommen. Schlegel wären großer, runder Zugespitzhammer. Extrem schwer, aber da steckt wenigstens was dahinter. Mal ausrüsten, mal testen. Für schlecht befunden. Denn die Gegner sind hier in dem Teil irgendwie 4-mal so schnell wie in allen anderen Teilen. Deswegen habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich mit so einer Waffe hier weiterkommen werde. Aber hier liegt ein Erste-Hilfe-Kasten. Auf dem Regal ist sonst nichts weiter Besonderes. Stromkästen. Und da wir Heather sind, da sickert Blut unten aus dem Schritt heraus. Ist da etwas drin? Ich würde ja nachsehen, aber ich bekomme die Tür nicht auf. Ist wohl besser so. Es wird wohl kaum etwas Gutes darin sein. Könntest du recht haben mit. Oh, was haben wir da denn noch? Ein Werkzeugkasten. In dem Werkzeugkasten. Hier ist eine Werkzeugkiste, aber es ist nichts Nützliches darin. Ach! Hier ist noch eine Karte. Ich habe eine Karte! Yay! Mit Blut drauf. Ich habe eine Unterführungskarte. Jetzt sag mir bitte nicht, du bist hier immer dann nach Hause gegangen. Ach du schöne Sache. Ja. Klasse Teil, ey. Wo ist der Ausgang? Wo muss ich hin? Warum ist hier keine Markierung drauf? Wie groß ist das Teil denn noch? All das und noch viel mehr sehen wir, wenn ich diese Tür betrete, die sich auf magische Art und Weise öffnen lässt. Und hier ist irgendwo ein großer Dino, der erstmal voll an mir vorbeispringt. So, Karte. Dort könnte eine Sackgasse sein. Ich hoffe, es ist keine Sackgasse, sondern dass diese Tür sich öffnen lässt. Sie lässt sich öffnen. Wo sind wir jetzt? Ich muss jetzt immer nachgucken, wo wir überhaupt hier lang gehen können. Sieht das jetzt nur so aus oder ist es da in der Mitte verschwommen? Egal. Leute, von heute bis morgen und übermorgen. Hier ist irgendwo wieder ein Viech, deswegen mache ich Licht aus. Ich speichere und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Silent Hill 3. Ich bin Hell und 1986. Bis dann.